Die größte Oppositionsfraktion von der Regierung, nämlich von dem Ministerpräsidenten, fordert, eine Regierungserklärung zu einem Thema abzugeben. Dann kommt das nicht von ungefähr, dann hat das gute Gründe. Und einen solchen Antrag stellt man ja nicht jeden Tag. Wenn wir uns erinnern, heißt es im Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU, wesentliche Fragen im Verhältnis zwischen dem Land und seinen Kommunen werden die Koalitionspartner in einem Zukunftsvertrag mit den Kommunen vereinbaren. Bekanntlich ist diese Ziffer bis heute nicht realisiert. Ja, Sie haben ja noch ein paar Jahre Zeit. Aber es ist einfach um den Zukunftsvertrag still geworden. Aber Sie haben eins geschafft, meine Damen und Herren der Koalition. Dieses Projekt wird nur noch allseits lächelnd, müde belächelt. Aber das ist nicht der Gegenstand. Genau, Herr Müller, so wie Sie jetzt reagieren, so verhalten Sie sich auch zu dem Zukunftsvertrag. Aber das ist ja nicht der Gegenstand der heutigen Debatte. Aber Sie haben eine Sünde begangen, nämlich die Sünde der Unterlassung. Und die praktischen Folgen dieser Unterlassungssünde sind unübersehbar und unüberhörbar. Und darauf ist unser vorliegender Antrag gerichtet. Nämlich die weitgehende konzeptionslose Politik der Landesregierung gegenüber unseren Kommunen. Und das betrifft ausdrücklich nicht allein und wohl auch nicht in erster Linie den Kommunalminister. Nein, meine Damen und Herren, unsere Landesverfassung spricht im Artikel 46 Absatz 1 eine deutlich andere Sprache. Der Ministerpräsident bestimmt die Richtlinien der Regierungspolitik und trägt dafür die Verantwortung. Wir fordern den Ministerpräsidenten auf, nehmen Sie Ihre Verantwortung wahr. Kommunalpolitisch lässt diese Regierung derzeit auch öffentlich sichtbar jegliche Linie vermissen, von Richtlinien ganz zu schweigen. Meine Damen und Herren, wer Kommunalpolitik ernst nimmt, der kann von dem derzeitigen Dilemma nicht wirklich überrascht sein. Es kam, wie es kommen musste. Die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern werden in dieser Legislaturperiode nach unserer Überzeugung zu den Verlierern im Land gehören. Erinnern wir uns an die Regierungserklärung des Ministerpräsidenten vom Dezember 2011. Kommunalpolitik, kein Arbeitsschwerpunkt dieser Landesregierung. Nein, sie ist ein Unterthema der Finanzpolitik. Im Spätsommer 2012 darf der Innenminister vom Regierungschef unwidersprochen die kommunale Ebene als Reformbremse beschimpfen. Und diejenigen, die am 14. Januar in Greifswald beim Neujahrsempfang des Ministerpräsidenten dabei waren, haben vergeblich auf das Wort Kommune, also das Wort Kreisgebietsreform und auf das Wort Dank gewartet. Meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund musste sich für die Kommunen im Land zwangsläufig folgendes Bild des Ministerpräsidenten abzeichnen. Bei Jubiläen der lichtüberflutete Sonnenkönig, im Alltag der scheue Nachtfalter, der sich lieber am Rande des Scheinwerferkegels tummelt, wenn die Probleme sichtbar werden. Sonnenkönig und Nachtfalter, dieses Bild hat auch Bestand, wenn man die Kommunalbrille absetzt. Wir haben ja gestern und heute schon einige Themen hier durchdekliniert. Meine Damen und Herren, sollte in diesem Land noch jemand von einer stabilen Koalition oder einer zielorientierten Landesregierung ausgegangen sein, dann wurde diese Frohnatur in den vergangenen 10 Wochen eines Besseren belehrt. Die Landkreise und die kreisfreien Städte haben eben an diesem 14. Januar 2013 an die Landesregierung appelliert, dass es so nicht weitergehen kann. Und ich fand es sehr gut, dass sich die Landräte der CDU und der SPD sich mit Angelika Gramko und Bärbel Sörbe solidarisiert haben und deutlich gemacht haben, dass die kommunale Familie zusammensteht im Verhältnis zur Landesregierung. Auf diesen Druck hin signalisiert der Ministerpräsident Gesprächsbereitschaft, aber stellt sofort klar, mehr Geld kann es nicht geben, das hätten die Kommunen ja zu Genüge. Die Kommunen fordern vorbehaltlose Gespräche, denn sie haben den Eindruck, dass das Land das sinkende Boot längst verlassen hat. Dann berät der Koalitionsausschuss. Auf einmal kommen 100 Millionen für die Kommunen ans Tageslicht, wohl als Gegengeschenk für das Bildungspaket, die 15 Millionen, wobei der kommunale Rettungsfonds in Wirklichkeit ein Rettungsring für die Koalition ist. Wir erleben dann, wie die CDU-Fraktion unabgestimmt und öffentlich den tatsächlichen Bedarf auf 155 Millionen hochrechnen und sich nach einer schallenden Ohrfeige über 100 Millionen Euro uneingeschränkt freuen kann. In der Zeitung Nordkurier konnte man lesen, 10 einer Nicht-Ehe. Meine Damen und Herren der Koalition,
Dieses Szenario werden wir im Rahmen der Aussprache noch ein wenig lüften. Das sind wir der Öffentlichkeit, die Sie offensichtlich getäuscht haben, ganz einfach schuldig. Herr Ministerpräsident, Herr Innenminister, Land und Kommunen, Landes- und Kommunalinteressen, Landes- und Kommunalfinanzen sind doch keine Schacherware, die Sie beide wie auf einem Basar verhökern können. Hier muss auch der Landtag deutlich Stopp sagen und Erklärungen einfordern. Als verantwortliche Landespolitik lässt sich Ihr Spiel nicht mehr deuten. Meine Damen und Herren, meiner Fraktion sind auch gerade aus der Opposition heraus kommunale Probleme alles andere als egal. Das haben unsere Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker und auch ich immer wieder deutlich gemacht. Wenn Sie aber, Herr Ministerpräsident und Herr Innenminister, linke Mahnungen als Panikmache abtun, linke Aufforderungen als störend empfinden und linke Forderungen als überflüssig einstufen, aber das ist ja sowieso Stil dieser Koalition, dann spricht es eben Bände über diese Koalition. Wenn nun aber ein CDU-Bürgermeister die Landesregierung mit dem vergreisten DDR-Apparat vergleicht, der nicht mehr wisse, was an der Basis geschieht, dann sieht das ganz anders aus. Dann habe ich diese praktische Erfahrung hinter mir, aber Sie haben ein handfestes Problem vor sich. Meine Damen und Herren, das ist kein Anlass zur Häme, das ist besorgniserregend. Schlimmer noch, selbst dort, wo die Koalition im Lande aktiv wird, läuft sie ganz offensichtlich an den tatsächlichen Problemen vorbei oder hält Augen und Ohren tapfer geschlossen. Ich will drei Beispiele nennen. Erstens, externe Kabinettssitzungen in den neuen Landkreisen. Eine fand ja statt, und zwar am 11. Dezember 2012. Ich frage Sie, mit welchem Ergebnis? Zweitens, die CDU lässt an mehreren Orten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ihre Sorgen vortragen, vollkommen in Ordnung. Ja, das unterstütze ich, vollkommen in Ordnung, machen wir ja auch. Ich frage Sie, kann ich Ihnen sagen, vergangenes Jahr das erste Parlamentariertreffen der linken Parlamentarier, der linken Mitglieder in Gemeinde- und Stadtvertretungen und in den Kreistagen hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und ich frage Sie, Sie, die CDU, ja, und ansonsten sitzen wir natürlich auch mal zusammen. Ich frage Sie, mit welchem Ergebnis? Sie, Ihr Ergebnis, dieser, ja, da habe ich was von Doppik gehört. Aber was sind dann die Konsequenzen? Drittens, der Innenminister, weiß ich, hat er mir selbst erzählt, aber er lese ich auch in Zeitung, bereist seit geraumer Zeit die kommunalen Ämter des Landes. Finde ich auch gut. Ich frage Sie, Sie und auch Sie, Herr Innenminister, mit welchem Ergebnis? In der Landesregierung fehlt jemand mit einem kommunalen Herzen. Das sagt die Landrätin in Nordwestmecklenburg, Birgit Hesse. Und ich möchte mit Roman Herzog ergänzen, durch diese Landesregierung muss ein kommunalpolitischer Ruck gehen, und zwar zügig und kräftig. Meine Damen und Herren, im Ergebnis des Finanzgipfels in der Staatskanzlei werden sich drei Arbeitsgruppen mit kommunalen Problemstellungen befassen. Ich dachte immer, es sei klar, welche Probleme in den Kommunen existieren. Im Übrigen wurde vor allem das Gesprächsklima gewürdigt. Ich darf den Vorsitzenden des Landkreistages, Landrat Christiansen, zitieren. Es war, Entschuldigung, Zitat, ein so gutes Gespräch haben wir seit langem nicht auf dieser Ebene führen können. Nach anderthalb Jahren Koalition. Herr Ministerpräsident, Herr Innenminister, das ist erfreulich und ermutigend, das ist aber ebenso erschreckend und beängstigend. Welchen Umgang haben Sie denn bisher mit der kommunalen Ebene gepflegt? Ob Brandbriefe von der Basis, bekannt, aus der SPD-Basis, besorgte Schreiben der Mecklenburgischen Kirchenkreissynode. Allen ist klar, ein Kurs halten bzw. ein Weiter-so dieser Landesregierung ist nicht länger hinnehmbar. Wir brauchen kein Umschiffen der Probleme und auch keine Zuweisung, keine Schuldzuweisung an handelnde Personen auf der kommunalen Ebene, sondern wir brauchen tragfähige Konzepte für deren Lösung. Und wie diese Lösung für unsere Kommunen aussehen soll, das soll der Ministerpräsident dem Landtag darlegen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Linken, sind ständig und regelmäßig im Gespräch im Rahmen ihrer Wahlkreisarbeit mit kommunalen Vertretern und mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, egal ob sie der CDU, der SPD oder den Grünen angehören oder parteilos sind. Und ich rede jetzt darüber, wie viele kommunale Vertreterinnen und Vertreter, eben nicht nur Linke, die Situation wahrnehmen.
Am 26. Februar dieses Jahres ging ein Donnerhall durch unser Land. Er blieb jedoch ohne Widerhall und das sollte misstrauisch machen. Offensichtlich war es kein Naturwunder, sondern eine politische Farce. Und genau darüber ist zu reden. Da unterbreitet ein Koalitionspartner dem anderen Koalitionspartner über die Presse und, was auffällig oft betont wurde, völlig unabgestimmt ein Angebot zu Gesprächen über die Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung in unserem Land. Donnerwetter, war man geneigt zu denken. Wie muss es um diese Koalition bestellt sein? Und wie um den kommunalpolitischen Kurs dieser Regierung? Am 22. Februar sieht sich die Koalition genötigt, den Kommunen einen weiteren 100-Millionen-Rettungsfonds in Aussicht zu stellen. Denn die Gefahr war inzwischen unübersehbar geworden, dass der Kommunalgipfel am 7. März in der Staatskanzlei anderenfalls ohne kommunale Beteiligung stattfinden könnte. In diesem Sinne war der kommunale Rettungsfonds zugleich ein Rettungsring für diese Koalition. Meine Damen und Herren, nach dieser internen Verständigung auf 100 Millionen Euro Einmalhilfe preschte nun die CDU-Fraktion unabgestimmt, aber öffentlich vor. In einem sogenannten Solidarpakt für die Kommunen, ich komme darauf noch zurück, errechnet Herr Kokert einen kommunalen Bedarf von 155,0 Millionen Euro. Und das alles vor der Sitzung des Koalitionsausschusses, unabgestimmt, aber öffentlichkeitswirksam. Meine Damen und Herren, ich hatte sofort die scharfe persönliche Kritik aus Reihen der CDU-Fraktion am Ministerpräsidenten vor Augen, Stichwort unsinnige Gerichtsreform. Wenn man weiß, was da abging, dann musste einem sowohl um Herrn Kokert als auch um die Koalition Angst und Bange werden. Noch beklemmender allerdings war die anschließende Friedhofsruhe. Keine kritische Verlautbarung aus der Staatskanzlei, keine kritische Silbe aus der SPD-Fraktion, kein kritisches Wort des sonst um kein Wort verlegenen kommunalpolitischen Sprechers der SPD. Nichts, absolute Stille. Meine Damen und Herren, und den Vogel abgeschossen hat dann aber Herr Kokert selbst. Und zwar nach dem Koalitionsausschuss. Das Ergebnis waren bekanntlich die längst vereinbarten 100 Millionen Euro. Von seinen scheinbar detailliert berechneten 155,0 Millionen Euro war überhaupt keine Rede mehr. Das Ergebnis ist enttäuschend. Oder mehr war gegen den Widerstand der SPD nicht möglich. Oder einfach das Ergebnis ist nicht zufriedenstellend. So oder so ähnlich. Das wären glaubwürdige Kommentierungen für die Abfuhr gewesen, die sich die CDU abholen durfte. Ganz anders reagierte jedoch der im Koalitionsausschuss vorgeführte Herr Kokert. Der CDU-Fraktionsvorsitzende war mit dem vollständigen Scheitern seiner Forderung, man höre und staune, zufrieden. Dieses Theaterspiel wurde dann auch der Presse zu viel. Und so bohrten die Medien etwas tiefer. Dem Vernehmen nach, ich lasse mich hier gern korrigieren, dem Vernehmen nach hat der Innenminister dann das Ganze als Show eingeräumt, denn seine Fraktion bräuchte auch mal eine Spielwiese. Diese Darstellung liegt nahe, wenn man sich die Abfolge der Ereignisse vor Augen führt. Ein kommunaler Solidarpakt als Spielwiese, hier kann man sich mal austoben, ohne etwas anzustellen, ohne wirklich etwas zu bewirken. Das mag zwar etwas Dampf aus der Koalition genommen haben gegenüber den Kommunen, ist ein derartiges Spiel ganz einfach schändlich. Meine Damen und Herren, und wenn es noch eines Beweises bedurfte, dass es sich um reines CDU-Theater gehandelt hat, der nächste Akt sollte ihn erbringen. Diesmal im Innenausschuss. Zum Kommunalfinanzbericht des Landesrechnungshofes hatte meine Fraktion einen Entschließungsantrag eingebracht, Drucksache 6-119, dessen zweiten Punkt ich hier zitieren möchte. Eine berechtigte Orientierung auf das stärkere Ausschöpfen kommunaler Einnahmepotenziale und eigene Konsolidierungsmaßnahmen der Kommunen entlassen das Land nicht aus seiner Verantwortung für strukturelle Defizite kommunaler Haushalte. Und jetzt zitiert diese Entschließung weiter aus dem Solidarpakt, aus der Solidarpakt-Presseerklärung der CDU-Fraktion. Wir müssen den Kommunen strukturelle Hilfen geben. Deshalb ist ein einmaliger, teilweiser Schuldenschnitt allein unzureichend. Soweit die Entschließung. An dieser Stelle war ich in der Tat sehr gespannt auf das Pro und Contra der CDU-Fraktion zu unserem Antrag, beziehungsweise zu ihrer eigenen Verheißung.
Weitere Hilfen wären zwar notwendig, sind aber zurzeit politisch nicht umsetzbar. Diese oder eine ähnliche Antwort der CDU hätte ich erwartet. Aus der CDU-Fraktion hingegen kam nicht ein einziger Satz, nicht ein einziges Wort, nicht eine einzige Silbe. Ich glaube, Herr Silkeit. Apathisch wurden die eigenen Forderungen wie Fremdkörper betrachtet und abgelehnt. Meine Damen und Herren, wer mit dem Feuer zündet, der muss mit Brand rechnen. Und auch wer innerhalb einer Koalition kokelt, der kann nicht sicher sein, dass schon nichts passieren wird. Der CDU ist es nämlich gelungen, den Vorhang zu verbrennen, hinter dem bisher die konzeptionslose Kommunalpolitik dieser ihrer Landesregierung versteckt wurde. Laut Solidarpakt fühle sich die CDU anders als die Landesregierung den Kommunen besonders verpflichtet. Anders als durch die Landesregierung wird die Notwendigkeit postuliert, kommunalen Zusagen eine echte Verbindlichkeit zu geben. Die Hilfen der Landesregierung seien unzureichend, notwendig seien dagegen wirkliche Maßnahmen. Was ist los in dieser Koalition? Der Koalitionsvertrag jedenfalls ist reine Makulatur. Und meine Damen und Herren, nach Auffassung der Landesregierung sei die kommunale Ebene auskömmlich ausfinanziert. Und da diese Auffassung auch nach Erkenntnis der Landesregierung nicht haltbar ist, wird ein weiterer Fonds aufgelegt, aber schnell wieder die Einmaligkeit dieser Hilfe betont. Dass auch dies alles an der realen Lage nicht viel ändern wird, habe die CDU erkannt und versucht mit ihrem Papier zu belegen. Im Ergebnis ihrer koalitionsinternen Zündelei haben sie nun allerdings ihre Potjomkinschen Dörfer angezündet. Aussagen der Landesregierung zum Zustand unserer Kommunen werden von einem Koalitionspartner Lügen gestraft. Kommunalpolitische Ansätze der Landesregierung wurden von einem Koalitionspartner als wenig verbindlich charakterisiert. Dagegen wären in Wirklichkeit ganz andere Maßnahmen notwendig. Meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund wäre ein deutliches Wort, eine Klarstellung des Ministerpräsidenten, das Gebot der Stunde. Dass dies ausbleibt, spricht für sich. Vor allem wirft dies ein bezeichnendes Bild auf diese Koalition und ihr Verhältnis zu den Kommunen. Dieser Regierung fehlt nicht nur ein kommunalpolitisches Herz, sondern ebenso ein kommunalpolitischer Kompass.